Moin Leute, was geht? Was ist das da, mein Drucker im Hintergrund? Besser. Die Leute, die jetzt nicht wissen, wer ich bin oder so. Da unten steht irgendwas von wegen UX Charlie oder so. Also ich denke mal, das bin ich ja. Ja. Ich glaube, es gab jetzt schon wieder über eine Woche kein Video von mir. Tut mir natürlich auch mega leid an der Stelle. Also eigentlich auch nicht, aber ich glaube, das sagt man so, oder? Ja, das sagt man so. Ich bin nämlich daran nicht schuld, dass ich keine Videos gebracht habe. Meine Lehrer dachten sich letzte Woche nämlich einfach... Ich hatte ja vor der Klassenfahrt so eine Art Projektwoche, kann man sagen. Für alle, die jetzt Projektwoche irgendwie assoziieren mit ihr Fußball-AG und Basteln und Malen oder so. Nein, nein. Mehr so die verschiedensten Formeln von Auflade- und Entladevorgängen von Kondensatoren. Das ganze Thema setzt sich zusammen aus Physik, Informatik und Mathematik. Also praktisch die Fächer, in denen ich noch schlechter als in Call of Duty bin. Diese Woche hatten wir halt so eine Art Fachgespräch, was 60% der Note ausgemacht hat. Ja, man bekommt bei uns für die Projektwoche Noten. Ja, dafür habe ich eigentlich die ganze Woche gelernt. Ich habe aber trotzdem verkackt. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der für Klausuren lernt und... trotzdem eine schlechte Note bekommen. Da wird immer auch sein, das letzte Video hatte nur 280 Likes oder so. Wenn das unter diesem Video noch weniger ist, dann weine ich. Und ihr wollt alle sicher keine Träne von eurem UX Charlie auf dem gewissen Arm, oder? Oh Gott. Lasst doch einfach eine Bewertung da. Ich meine, kommt schon, ja. Ich bin voll nett, ja. Na, immerhin war meine Klassenfahrt gut. Da wurde nämlich in dem Zimmer, was ich mit 5 anderen Jungs geteilt habe, nämlich ziemlich viel... Oh Gott, nein. Aber die Klassenfahrt war wirklich gut. Meine Snapchat-Follower werden das wahrscheinlich eh gesehen haben. Na, es war eigentlich ziemlich gut, außer dass ich über eine ganze Woche keinen Effekt getrunken habe. Viele haben auch gefragt, wie ich diese schwere Zeit überstehen konnte. Fragt einfach nicht. Fragt einfach nicht, okay? Fragt einfach nicht. Und natürlich auch sorry, dass ich im letzten Video gar keinen Effekt getrunken habe. Falls ihr gerade irgendwie Effekt oder sowas zu Hause am Start habt, dann lasst mal synchron die Dose aufmachen, okay? Okay, Leute, 3. Also, das ist ein ziemlich wichtiger Schritt in meinem Leben gerade, also. Alles gut. 2, 1. Ah, gut, das war's dann auch. Also die Klassenfahrt nach Irland war eigentlich wirklich gut. Ich meine, viele denken ja an Irland, deren direkt immer so nur an rothaarige Leute, Leute, die Bier saufen, den ganzen Tag besoffen sind und schöne Landschaften und so. Und das Ganze beschreibt Irland eigentlich ziemlich gut. Denn du kannst einfach irgendwie um 13 Uhr oder so in so einen Pub gehen oder was weiß ich ja und da sind nur besoffene Leute. Obwohl das da scheiße teuer ist. Ich meine, wir haben für 2 Dosen Bier und eine Tüte Chips 8,50 gezahlt. Aber irgendwie sind Iren mega lustig, wenn sie besoffen sind. Da war auf der Straße einfach so eine Tussi, die ziemlich hart besoffen aussah. Und die hat auf einmal versucht, an so einem Straßenschild irgendwie so an der Stange mäßig zu tanzen. Aber versucht. Und sie ist auch hochgekommen, aber dann so ganz langsam runtergeslidet. Aber... dann liegen geblieben. Und ich glaube, sie ist eingeschlafen. Das war eine sehr prägende Erfahrung, um die irische Kultur kennenzulernen. Möglicherweise schläft sie da heute noch. Außerdem achtet da wirklich niemand auf irgendwie Verkehrszeichen oder so. Wisst ihr, Leute, die Ampel ist rot. Es juckt die kein bisschen. Nicht einmal die fucking Polizisten juckt es. Ich meine, wenn nicht mal die Polizisten sich da dran halten, so, wen juckt das, ja? Grün bedeutet also quasi gehen bzw. fahren. Und rot bedeutet einfach gucken, ob keiner kommt und dann fahren. Sowas wie bei uns ein Stoppschild ist oder so. Außerdem haben die echt mega viel Free Wi-Fi da überall. Einmal war es so, da sind wir, glaube ich, irgendwie am dritten Tag oder sowas vom Wandern gerade gekommen. Also mit dem Bus gerade wieder nach Dublin gefahren. Und bei allen war schon dieser Auslands-Internet-Flat so richtig niedrig. Und auf einmal aus dem heiteren Himmel, wahrscheinlich direkt vom Effekt-Gott, kommt auf einmal ein WLAN-Netzwerk mit dem Namen Paddywagon. Und niemand wusste, woher es kam. Dann habe ich mich so umgeschaut und dann war hinter uns so ein Bus einfach. Da stand so groß drauf Paddywagon. Wir haben uns praktisch einfach vom Bus hinter uns das WLAN gezogen. Und es war so lucky, dass dieser Paddywagon uns wirklich durch halb Dublin begleitet hat. So als würde er es wirklich mit Absicht machen. Wirklich, das war locker eine halbe Stunde, ist er die ganze Zeit nur hinter uns gefahren. Wirklich, egal wer den Paddywagon gefahren hat, Digga. Guter Mann, guter Mann. Double Peace, meine Freunde. Wirklich, der Paddywagon ist eine Legende. Was mir irgendwie auch aufgefallen ist, ist, dass die Iren irgendwie ganz schön klein sind. Ich meine, bei uns im Hostel hatten wir so einen Spiegel bei unserem Zimmer. Der war so klein, ich konnte meinen Kopf nicht sehen, egal wie weit ich hinten stand. Außerdem gibt es da wirklich viele Leute mit roten Haaren in Irland. Aber irgendwie sind die halt auch alle klein. Ich musste auch miterleben, dass kleine Kinder mit roten Haaren dort ausgeschlossen werden beim Spielen. Was der folgende Clip, den ich euch gleich zeige, beweist. Das bin übrigens nicht ich, das. Ich hätte ja ein UX-Trikot an. Ich trage immer nur UX-Trikot. Der Junge gerade eben war übrigens auch der Holstenjunge, den ich ja schon mal in einem Video erwähnt habe. Ja, also geht da wirklich mal in die Videobeschreibung, der wird denke ich mal ganz oben sein, der Link. Ja, da ist sein Instagram-Account, ja, und dann liked ihr mal von ihm das neueste Bild. Alle wirklich mal, ja. Ich hoffe mal, also wirklich einfach nur das neueste Bild liken. Oder ihr müsst ja nicht mal kommentieren oder so, einfach nur liken, okay, das wäre mega korrekt. Woher liked ihr aber das Video hier? Habt ihr verstanden? Das ist keine Bitte, Leute, das ist ein Befehl. Denn wenn ihr dieses Video liked, kommt irgendwo irgendwann mal ein Paddywagon her und rettet euch mit Free Wi-Fi. Ich sag es euch, der Paddywagon vergisst nie. Ich schwöre einfach, bester Mann, ey. Aber was auch wirklich mal von diesem Video hier gewesen sein. Guckt wirklich mal in die Videobeschreibung vorbei und liked da von dem Jungen das Bild. Denn dann habt ihr nämlich auch das Gefühl, dass ihr eine gute Tat getan habt. Eine bessere Tat wäre es natürlich erstmal das Video hier zu liken. Das ist Grundbedingung. Aber wenn ihr ganz liebe Hasis seid, dann macht ihr das auch. Ein Schlusswort oder so gibt's heute nicht. Tipp fürs Leben gibt's aber trotzdem. Nutzt nicht diesen komischen Snapchat-Filter mit diesen komischen Hundedingern da. Das sieht nicht süß aus, verdammte Scheiße. Tut mir leid, aber Digga. Das war's aber wirklich von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Wer mich noch nicht auf Snapchat geedet hat, landet übrigens in der Hölle. No, no, no. Hey.
Besser. Gehen könnte. Was? Oh mein Gott!